Der französische Wind wollte sie nicht springen lassen. Der erste Durchgang des Red Bull Cliff Diving Events in La Rochelle musste am Freitag abgesagt werden. Und auch für den Wettkampf am Samstag ist nicht unbedingt Besserung in Sicht. Die Vorhersagen sind für morgen besser und schlechter gemeldet, halt relativ gleich auf einigen Stellen und auf anderen Stellen viel besser als heute. Muss man halt abwarten und sehen, wie es morgen ausschaut. Fällt das Springen tatsächlich aus, würde den angekündigten 70.000 Zuschauern ein Spektakel entgehen. So wie es bereits im letzten Jahr der Fall war. Beim vierten Stopp des Weltcups an der Atlantikküste stürzen sich die 12 Wagemutigen von über 27 Metern in die Tiefe des Hafenbeckens von La Rochelle. Dafür haben sie aufgrund der Gezeiten aber nur ein Zeitfenster von ca. 2 Stunden. Danach würde jeder Sprung erst am Meeresgrund enden. Weltmeister Gary Hunt hofft, dass das einzigartige Event in jedem Fall stattfinden kann. Ich erwarte hier eine großartige Stimmung. La Rochelle ist das Event mit den meisten Zuschauern. Der Wettkampf wird zwar sehr hart, wir werden sehr mit dem Wetter zu kämpfen haben, aber auch das ist sehr interessant. Ich hoffe, ich kann hier meine besten Sprünge zeigen. Dafür muss dann nur noch das Wetter mitspielen.